Hallo und herzlich willkommen zu TikTok mit der Phönixa und der Pummelrunde. Hallo. So, du bist dran, du musst jetzt was sagen. Hallo. Wir haben freuen das... uns. Ja ich denke, ich bin sagen. Dran. Ja, dann sag auch was. Wir haben das Spiel vom Sachsen geschenkt bekommen, der hat sich das gewünscht. Und vielen Dank, schätze ich. Danke. Also, ja, ich weiß noch nicht, ob wir uns drüber freuen. Soll man lieber erst am Ende nochmal Danke oder nicht Danke sagen, weil wir wissen es ja noch nicht. Ja, wahrscheinlich besser. Ja, okay. Wir haben es gerade erst gestartet, wir wissen auch noch nicht, wie wir uns verbinden. Wir wissen gar nichts. Wir klicken jetzt mal auf Start, oder? Gleichzeitig? Ja, zähl an. 3, 2, 1, klick. Ein Abenteuer für 2 Spieler. Alleine zu spielen ist nicht möglich. Jeder hat sein eigenes Gerät. Und man kommuniziert direkt oder über Telefonchat miteinander, um Rätsel zu lösen. Eine Internetverbindung ist für das Spiel nicht erforderlich. Das finde ich... Hä? Hä? Warte. Was? Okay. Wollen wir lieber telefonieren? Punkt 1. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich stelle mir das so vor, wie du dann so am Handy telefonierst oder am Festnetz. Was? Was hast du gesagt? Ja, okay. Und jetzt nochmal klicken? Ich würde denken, klick. Ich klick. Oh. Außerdem sollte man nicht auf den anderen Bildschirm schauen. Das wird schwierig. Wir sitzen ja quasi nebeneinander. Weiß man aber mal nicht weiter und braucht Hilfe, kann der Blick nicht schaden. Ja, das haben wir, können wir leider nicht. Ja, schade. Schade. Klick. Man kann klicken, ziehen, drehen und das Mausrad benutzen, um die Welt zu erforschen. Okay. Wir empfehlen, dass Sie Discord verwenden. Gut, dass wir das tun, wenn Sie über einen Online-Chat anrufen. Ja, so ähnlich. Das ist auch. Warum nutzen wir nicht Skype? Wäre auch noch eine gute Idee, ne? Ja. Es ist auch ein großartiger Ort, um einen zweiten Spieler zu finden, wenn sie einen brauchen. Achso, ja, das wäre natürlich auch eine tolle Idee. Ja, gut, aber wenn man das Spiel kauft und dann irgendwie doch keinen hat und weiß nicht. Weil dann erst auffällt, dass man das zu zweit spielt? Das ist schon komisch dann, wenn das so passiert, aber trotzdem wäre das ja eine Möglichkeit, jemand anders zu finden. Ja, klick. Ein Koop-Spiel für 2 Spieler auf 2 Geräten. Spieler wählen. Spieler 1, Spieler 2. Wer möchtest du sein? Das wollte ich gerade fragen. Dann bin ich Spieler 2. Ja, spiele ich Spieler 1. Achte darauf, dass dein Mitspieler Spieler 2 ist. Ja, und bist du Spieler 2, 1? Ich bin Spieler 1. Ich bin 2. Ich bin 1. Mein Gott, das ist jetzt schon zu kompliziert. Ja, wir sind jetzt schon durch. Spiel beginnen, ne? 3, 2, 1, klick. Ich habe ein Paket von jemand namens Amelie Raven erhalten. Heute haben du auch. Nein, bei mir steht nur, heute haben du und dein Partner 2 seltsame Pakete empfangen, die beide eine alte Uhr enthielten. Darf ich dir sagen, dass das von Emily Raven ist? Ja, natürlich, wir müssen ja zusammenarbeiten. Ja, das ergibt Sinn, ja, hast recht. Weiter? Du bist Spieler 1, mach mal erstmal was. Lieber Spieler 1, diese Uhr ist Teil eines Spiels. Ein Geschenk für meine Schwester. Um eine Chance zu haben, spiele mit einem Partner und sagt euch gegenseitig, was ihr lest und seht. Falls ihr meine Schwester findet, sagt ihr, dass ich sie vermisse. Amalie. Keine Ahnung. Okay. Ich soll dir sagen, was ich sehe? Ja, ich lese auch kurz vor, ja? Ah ja, okay. Lieber Spieler 2, ich habe dir eine Uhr geschickt, was? Und ich kann heute super vorlesen. Und eine deinem Partner. Falls ihr ein Spiel spielen wollt, seht zusammen in die Vergangenheit. Denkt daran, die Uhren aufzuziehen. Aufziehen? Okay, seht in die Vergangenheit. Hast du einen Kalender bei dir auf dem Tisch? Nee, ich hab eine Uhr. Da steht Sonntag, 26.01.2020. Ach so, du hast einen Kalender. Bei mir steht das auf so einer Art Wecker oder ja, so. Ja, das ist ein Wecker-Uhr halt. Ach so. Ja, okay, dann ja, habe ich. Oh, ein weiteres Verschwinden. Hier ist ein Zeitungsartikel von Mark D. Hansen. Lerke, das jüngste Mitglied der bekannten Uhrmacherfamilie, wird seit gestern als vermisst gemeldet.
Ihre Schwester Amalie erzählte uns, sie hätte sie zuletzt um 10.30 Uhr gesehen. Das ist alles? Ja. Okay, bei mir steht, ist irgendwie eine zweite Hälfte von einem Zeitungsartikel. Vom Dienstag, 14. März 1937. Erschüttert unseren Ort. Also da fehlt halt was. Verständlicherweise bekümmert korrigiert sie später ihre Aussage und meinte, es müsste 1,5 Stunden später gewesen sein. Kontakt, sollten Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Ah, das ist der zweite Teil zu meinem. Ach du Scheiße. Ein weiteres Verschwinden furchtbar. Erschüttert unsere Stadt. Also warte, bei mir steht 10.30 Uhr. Ich nehme mal eben einen Block. Ich habe meinen Block auch gerade geholt. Also bei mir steht 10.30 Uhr. Ja, warte, ich suche noch einen Stift. La Erke. Ich habe einen Stift. So, 10.30 Uhr und bei mir steht, dass sie später gesagt hat, es muss wohl 1,5 Stunden später gewesen sein. Also 12 Uhr. Also, genau. Und wann? Datum? Das ist vom 14. März 1937 und steht da bei dir irgendwie vor seit, 2 Tagen oder seit was? Seit gestern. Also am 13. März. 1942, ja? 37. 37, also fast dasselbe. Und dann steht auf der Uhr steht, auf der Uhr steht Amalie 1915. Auf der, hä? Ich habe da so eine Uhr liegen. Da steht, okay, bei mir steht Lerke oder so mit so einem A und einem E, ja genau. 1917 bis 1937. Okay, warte mal. Klick mal auf die Uhr. Warte. Ah, die geht auf. Ah, ja. Bei mir ist ja 1937, ne? Also würde ich jetzt mal spontan 12 Uhr einstellen. Ja. Kann ich das? Ah ja, kann ich. Ach, stell auch mal auf 12 Uhr. Mal gucken. Habe ich gemacht. Ich auch. Passiert ja. Nichts. Mach wieder zu. Was haben wir denn noch so? Kommt aus Dänemark übrigens das Paket. Wichtig, weiß nicht. Ach, man muss die Uhr, du musst Uhr. Du musst oben auf das Aufziehding drücken. Ach so. Ah. Okay. Kapitel 1. Dies ist eine Kopie, die ich von der Welt gemacht habe, die La Erke und ich kannten. Achso, Kapitel 1. Lerke, können wir den Lerke nennen, verschwand im Jahr 1937, aber es begann alles Jahre zuvor. Also Lerke ist die Schwester? Ist die Schwester von Amelie. Bei mir ist gerade jemand hinter mir hergelaufen und ich habe noch nicht weitergeklickt, das war gruselig. Okay. Na, Erke. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns das doch nicht aufschreiben, aber ich mache es einfach mal. So, weiter? 2020. 1927. Ja. Bist du an einem Ort? Ich bin an einer Bushaltestelle. Und es ist dunkel. Ja, meint sie. Ich weiß nicht, ob meins eine Bushaltestelle ist. Es sieht komisch aus. Oder ist noch ein Haus? Achso, man kann ja. Stimmt ja. Huch! Ein Uhrenladen. Links. Ah, zu weit. Bei mir ist Ravens Uhren. Ja, bei mir auch. Okay. Weiter links ist so ein Brunnen. Der ist voll gruselig. Hier ist alles gruselig. Und so ein komisches Haus. Ja, genau. Ein Haus. Kommt wieder die Bushaltestelle. Neustadt. Oh, oh. Es ist 1 Stunde, bevor sie verschwunden ist. Wo hast du geklickt? Ich habe unten auf die Neustadt. Ja. Nee, sie ist doch, wir sind noch 1927, sie ist 1937 verschwunden. Wir haben noch 10 Jahre Zeit. Ach so, ja dann. Hier fehlt ein Knopf bei mir, wo Neustadt steht. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Der zweite von links, also ja, der genau. Rechts? Genau. Okay, wahrscheinlich müssen wir den dann finden, oder? Weiß nicht. Wollen wir erstmal zu den Uhren gehen? Ja. Oder, weiß ich nicht. Ravens Uhren meinst du, ne? Ja. Klick erstmal alles an. Öffnungszeiten 3 bis 9. Heißt das, wir haben jetzt nicht
3? Ne, wir hatten nicht 3. Wir hatten 11. Nee, 10. Hatten wir 10? Bei dir ist 10 Uhr? Ja. Bei mir ist 11. Hä? Da bin ich eine Stunde früher wie du? Anscheinend. Okay. Bei mir sind hier bei den Uhren, Ravens Uhren, sind Zahnräder überall verstreut. Bei dir auch? Ja. Oh, wenn du da draufklickst auf das linke Zahnrad, dann wackelt der Busch. Hm, hab ich auch schon gesehen. Das ist voll gruselig. Passiert auch auf der rechten Seite. Ach so, na eben. Wackeln die dann Brunnen noch ein weiter links? Hm. Okay. Der Brunnen oder was? Mhm. Ich glaube, das, was da so rumläuft, ist ein... Oh, ich bin im Brunnen. Ich auch. Ich gehe mal runter. Ja, ich auch. Das ist eine... Ach du Scheiße. Was ist das denn? Okay, ich habe ja so eine Art Koffer stehen. Ja. Mit 6 Zeichen dran, mit Dreiecken und Quadraten. Sind bei dir die Knöpfe, wo du draufdrücken kannst, oben in der Mitte und unten links und rechts? Ja. Gut, bei mir sind sie nämlich genau umgedreht. Das heißt, wir müssen es wahrscheinlich einheitlich machen, oder? Wie einheitlich? Ja, was ist denn bei dir oben links? Ein Dreieck, das ausgefüllt ist. Okay, bei mir jetzt auch. Und in der Mitte ist bei mir ein Kreis, der nicht ausgefüllt ist. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Ein Kreis, der nicht ausgefüllt ist, ja. Okay, was? Dann kommt bei mir ein leeres Dreieck. Ja. Unten habe ich ein Viereck, das nicht ausgefüllt ist. Viereck. Das leer ist, könnte man auch sagen. Ich in der Mitte auch. Viereck? Mhm. Ja. Und rechts ist ein Kreis, der ausgefüllt ist. Ein ausgefüllter Kreis. Habe ich. Dann ziehen wir mal am Hebel, ne? Was denn für ein Hebel? Das hat mich ein bisschen erschreckt. An der Seite. Ich habe einen Knopf. Ich auch. Yay! Wir sind so gut. Ja, aber voll, ne? Dann können wir doch hoch, ne? Ich mach wieder zu, so. Ich lasse alles offen. So. Wieder hoch. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Jumpscare, ehrlich gesagt. Bisschen schon. Sollen wir den Knopf reinmachen, oder? Ja. Okay. Und wieder zurück. Diese komischen weißen Raben hier, weil... Wie macht man den rein? So. Genau. Einfach klicken. Ist drin. Und jetzt? Weiß nicht. Du kannst... Oh. Ich habe aus Versehen einmal nach rechts geklickt. Jetzt ist der Zug eins nach rechts gefahren. Ja, ich fahre hier auch gerade rum. Aber ich denke, wir müssen ein bestimmtes Bild zeichnen damit. Und das müssen wir wahrscheinlich noch rausfinden, was das ist, ne? Das kann sein, ja. Neustart und dann bei mir... Boah, das ist voll gruselig. Hier trippelt immer was und so. Okay, wir waren im Brunnen. Bin so froh, dass du bei mir bist. No. Ravens Uhren ist zu. Dann okay, in das Haus, ne? Okay, du gehst vor. Ich gehe. Nein. Da ist ein Zug. Ein Zug? Also so ein... Das war mal ein Zug, würde ich denken. Und eine Glühbirne. Aha. Bei mir ist so eine hier Jackerbox oder wie die heißen. Weißt du, wo was rausspringt, wenn man dreht? Zumindest vermute ich das. Es ist eine Klappe und... Oh Gott. Was hast du gedacht? Ich habe auf diese Glühbirne gedrückt und jetzt kommt ich, dein, gefällt, Laerke. Also da fehlt immer ein Wort dazwischen. Okay, dann drehe ich mal an dem Hebel hier. Muss ich das so machen? Nö. Ah, warte, wenn ich an dem Eisenband drücke, dann kommt der Rest. Ich hoffe, dein Geschenk gefällt dir, Laerke. Ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf. Oh, warte. Oh Gott, habe ich hier eine Uhr? Ich bin zu doof dafür. Eins, zwei, drei. Dann im Uhrzeigersinn zweimal. Eins, zwei. Dann gegen zweimal. Eins, zwei. Warte, und jetzt lese ich zu Ende vor. Und dann weiter im Uhrzeigersinn. Oh, und lass nicht los. Ach du Schande. Nicht loslassen. Hm. Was?
So, dazwischen, währenddessen, die ganze Zeit? Das weiß ich nicht. Warte, man kann hier. Warte, ich gehe nochmal raus und wieder rein. Ja. Okay, ich habe nämlich zwischendurch immer losgelassen. So, sag nochmal. Das steht warte. Ja auch als letzter Satz, das ist voll gemein. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Und jetzt sind wir in die Richtung. Wow, oh Gott. Was passiert? Nicht der Jack ist noch rausgekommen, alles gut. Ich habe ein Blatt mit einer Strecke wahrscheinlich. Und da steht 00067 drauf. Okay. Also ich kann jetzt hier nichts weitermachen. Ich kann ablos rausgehen. Okay, bei mir fehlt aber. Was? Ich kann das nicht mitnehmen? Willst du mich veräppeln? Dann malst du auf. Ja, toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was sagst du? Ich schreibe mir kurz die Öffnungszeiten auf. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ach so. 4 und dann geht hier nach links. Und dann mindestens ein nach unten und der Rest fehlt. Ich hoffe, ich kann es gleich noch entziffern. Okay. Aber wir müssen irgendwie noch ein zweites Ticket holen, glaube ich, irgendwo. Aber wo? Hier ist übrigens links noch ein Schatten von einem Vogelkäfig oder so. Also, aber halt nur ein Schatten, als wäre der irgendwie links schräg hinter mir. Nee, hallo, mir lebst ist du noch? Gar nichts. Okay. Nee, ich kann hier. Nein, nicht wieder reingehen. Ach. Warte, ich kann auch nicht nach links oder rechts gucken. Nee, ich auch nicht. Oh. Können wir das vielleicht so lösen? Jetzt ist bei mir um 9. Hä? Was? Die Uhrzeit? Ich kann in die Uhren, in den Uhrenshop reingehen. Oh. Ah, okay. Ich noch nicht. Was ist denn da drin? Oh Gottes Willen. Da ist eine Uhr und wenn ich die Frequenz, eine Uhr, ein Radio, wenn ich die Frequenz einstelle, kommen ganz viele Buchstaben hier. Buchstaben? Ich ja, ich muss, glaube ich, die richtige Frequenz finden. Okay. Ah, hier, warte. Die Raven-Familie ist vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Ja? Warte. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen. Dieses Mal war es das von Frau Jensen. Ein seltsamer Vorfall hat unseren Ort erschüttert. Schwärme von Leblosen. Punkt, Punkt, Punkt. Zombies? Keine 8 Kilometer mehr laufen, um ihre Briefe zu bekommen. Jetzt ist es März und der. Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Gott. Ein ungewöhnlicher weißer Rabe Ein ungewöhnlicher weißer Rabe scheint dem jüngsten Mitglied der Punkt, Punkt, Punkt. Ein weißer Rabe? Hier fliegt andauernd ein weißer Rabe rum. Das war's. Mehr ist hier nicht. Ach doch, ich kann noch nach oben gehen. Da habe ich noch eine Uhr. Da ist ja der weiße Rabe. Hallo. Hä? Hier sind ganz viele Uhren. Ja klar. Das ist ein Uhrengeschäft. Und eine Karte. Aber ich kann die gerade nicht aufmachen. Warte. Kann damit rumklopfen. Aha. Ich muss das so kannst du irgendwo was eintippen, eingeben oder sowas? Ich habe einen Kalender. Es ist der 1. Januar 1927. Aber das stimmt ja nicht. Oder? Welches Datum haben wir denn heute? Ich weiß nicht. Wir haben aber 1927. Stand da denn welches Datum? Also. Weiß ich nicht. Da war doch nur die Jahreszahl, oder? Stimmt. Ich gebe mal den 13. Achso, nee. Doch, ich kann umändern. Ich gebe mal den 13.3. ein. Also ich kann jetzt hier in dem Kalender, kann ich das Datum ändern.
Das Jahr nicht, nur Monat, den Tag, also den Wochentag. Und das Datum an sich. Den Wochentag auch? Ja. Dann musst du vielleicht nochmal vorlesen. Dann war da vielleicht irgendwas drin. Guck mal, ob ich bei den Ohren was klicken kann. Mhm. Okay. Hat sie nicht eben irgendeinen Wochentag genannt, so grundsätzlich? Seit letztem Monat gingen bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein. Jetzt kommt was anderes. Amalie. Ich wollte gerade sagen, das hat sie doch gerade nicht, oder? Hier kommt irgendwas runtergehopst. Amalie, die älteste Raven-Tochter, ist eine brillante Uhrmacherin und Erfinderin. Auf Schritt und Tritt, Punkt, Punkt, Punkt. Die Raven-Familie ist vor einem Monat hergezogen, hat Tag und Nacht gearbeitet. Vor allem, warte, seit einem Monat und seit einem Monat verschwinden Tiere. Genau, jetzt wieder das mit dem Haustier von Frau Jensen. Schwärme von Leblosen, das hatten wir ja alles schon. Es ist März. Und dann kommt das mit dem Raben. Ich geh jetzt nochmal nach oben. März. Dann würde aber 13.3. Sinn machen. Ja. Aber irgendwie... Sie ist eine Erfinderin. Du kannst ja... Vor einem Monat, vielleicht muss ich auf Februar gehen. Ach so, ja, das könnte auch sein. Aber dann der 13.2. Probier mal auf Februar zu gehen. Mhm. Wieder überall rum, ne? Aber du hast da auch noch so eine Nachricht, ne? Ist das ein Zettel oder was das? Ja, den kann ich aber nicht aufmachen. Ich kann den anklicken, dann macht es bum 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 und das war's. Das ist wie so eine große Papierrolle. So, jetzt kommt wieder, seit letzten Monat ging bei der Polizei mehr Berichte über Haustiere ein. Ja, brillante Uhrmacherin. Wieder dasselbe jetzt. Schwärme von Leblosen. Aber du musst ja dann noch irgendwas machen können. Ist ja selbst. Nee. Und dann das mit dem Raben. Der 13.3.1937. Das ist vielleicht irgendwas noch mit der Zahl, die ich hier stehen habe. Ich hatte ja hier eine 6 und eine 7, aber der 6.7. Kannst du die Jahreszeit auch ändern? Die Jahreszahl? Nee, die kann ich nicht ändern. So. Ja, du kannst mal versuchen, den 6.7. einzugeben, aber sonst hatte ich ja nichts. Geh noch mal eben in den Brunnen und so und guck mal, ob da nicht doch irgendwo noch irgendwas an der Wand steht oder so vielleicht. Ich denke aber nicht. Also auf den Ohren ist es hier überall kurz vor 9. Das heißt, sie gehen anscheinend richtig. Hm. Ja, hier ist auch nichts. Kann ich hier noch drehen? Kann ich den Zettel umdrehen? Auch nicht. Ich geh mal wieder auf März. Also es kommt genau dasselbe. Das ist irgendwie so, als hätte dieser Raum keine Bedeutung. Also, oder... Vielleicht muss ich auch mal rausgehen. Und dann wieder rein?
Weil jetzt ist es bei mir an der Turmuhr immer noch 9. Aber ne, das bringt mir ja nichts. Hahaha. Probier mal gerade was aus hier. Ja, da passiert doch nichts. Ich kann aber auch nicht nach links und rechts gehen. Geht auch nicht. Ach so, warte mal. Ich hab das jetzt einfach mal hier, was ich hier gefunden habe, habe ich jetzt mal eingegeben. Jetzt ist bei mir 10 Uhr. Okay. Hihi. Guck dann nochmal. Hier kann ich ja immer noch nicht rein. Das ist aber. Ach so, in dem Haus bestimmt, ne? Da wird was anderes sein. Guck mal eben durch. Guck mal im Brunnen. Nö, das ist gut. Entschuldigung, es war meine Schuld. Hä, nee, ich kann ja immer noch nichts machen. Ja, aber vielleicht, weil ich nichts gemacht habe. Geh mal raus. Hä? Nö, muss ich das vielleicht auch eingeben, was du gemacht hast jetzt gerade? Kann das wird, sein. Das wird das immer geh mal zu dem... Ja, ich bin da. Jetzt ist 9. Hä? Ah, dann kannst du jetzt alle in das Uhrmacherhäuschen. Okay. Willst du das trotzdem... Ich meine, du hast ja diese Bahn da auch. Willst du das trotzdem mal eingeben? Oder soll ich erstmal in das Uhrengeschäft? Ich weiß halt nicht, dass sich jetzt was ändert dann. Achso, ja gut, dann gehe ich erstmal ins... Ja gut, bei mir kann sich ja nichts ändern. Stimmt eigentlich. Aber das Uhrengeschäft ist jetzt auch auf, ja. Geh da mal rein. Jetzt habe ich hier auch diese Sequenzen. Oh, kannst du mal nochmal... Wir müssen zusammenlesen wieder. Ah, genau. Bei mir steht, seit letztem Monat gingen bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein. Die vermisst werden, meistens alte Katzen und Hunde. Hoffentlich werden sie alle bald gefunden. Amalie, die älteste Raven-Tochter, ist eine brillante Uhrmacherin und Erfinderin. Auf Schritt und Tritt folgt ihr für gewöhnlich das Ticken und Rattern einer ihrer Kreationen. Hier ist gerade ein Käfer runtergehopst gekommen. Ja, bei mir vorhin. Ah, den habe ich angeklickt. Dann ist er wieder hochgehopst. Ja, bei mir jetzt auch. Okay. Voll süß. Ja. Die Raven-Familie ist vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Um ihren Uhrenladen heute am 18. eröffnen zu können. 18.3. dann wahrscheinlich, ne? 18.3. ja, denke ich auch. Mal lassen wir noch weiterlesen. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen. Dieses Mal war es das von Frau Jensen. Ein süßer alter Hütehund. Denken Sie daran, Ihre Türen zu verschließen, bis dieser Dieb gefasst wurde. Ein seltsamer Vorfall hat unseren Ort erschüttert. Schwärme von leblosen Vögeln wurden verstreut über dem Boden des Waldes gefunden. No. Die armen Vögel. Keine 8 Kilometer mehr laufen, um ihre Briefe zu bekommen. Jetzt ist es März und der Bau unseres eigenen Postamtes soll Ende des Monats beginnen. Das ist voll cool gemacht, wie die Buchstaben hier rumfliegen. Ein ungewöhnlicher weißer Rabe scheint dem jüngsten Mitglied der Raven-Familie zugeneigt. Hoffen wir ihretwegen, dass er nicht verloren geht, wie die anderen Haustiere. Okay, und das war's. Okay, dann oben zum Kalender. Dann mach mal einen 18.3. rein. Und das ist ein... Warte, ich suche noch. Donner. Hier sind ja weiße... Sind bei dir auch weiße Federn? Nee, bei mir waren ganz viele Ohren und ich habe den restlichen Teil der Karte. Oh Gott. Ich glaube, man hätte nur einmal rumgehen müssen, ne? Warte mal, ich habe hier noch eine Nachrichtenuhr Mittwochsausgabe. Hast du die Uhr vorgelegt? Nee. Okay. In Ravens Uhrenladen kann man alle Arten von Uhrwerken kaufen, Aufträge bestellen und seine alten Uhren reparieren lassen. Heute Neueröffnung. Ach, da geht es darum, dass dann... Okay. Ja, bei dir ist schon was passiert jetzt, ja?
Ja, ich male mir gerade die Karte ab. Achso. Der weltbekannte Uhrmacher, Herr Raven, hat in unserer Stadt einen neuen Uhrenladen eröffnet. Achso, da geht's eigentlich unten weiter. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Die Detailgenauigkeit ist erlesen. Unsere eigene Königin soll einige seiner elegantesten Stücke haben. Heute eröffnet. Wo hast du das gefunden? Ganz oben. Das ist bei mir gar nicht. Ich habe keinen Kalender. Und hier sind weiße Vogelfedern. Ach so. Kann ich hier irgendwas noch machen? Nö, hier sind halt auch haufenweise Uhren. Sonst ist ja nichts mehr. Okay, bei mir sind hier super Bücher in dem. Ich habe den Kalender jetzt umgestellt auf den 18. Und dann ging die Tür auf und dann konnte ich mir jetzt diesen Plan abschreiben. Jetzt ist hier ein Buch, Gullivers Reisen, einmal Uhrmacherei ein Buch, Längengrad heißt das Buch und die Nachtigall und dann irgendwelche so Uhrenmacherwerkzeuge, glaube ich. Okay. Also eine Pinzette und so ein Spaß. Ja gut, dann müssen wir wohl jetzt diesen Zug hier einstellen, ne? Ja. Ich glaube, das ist die Uhrzeit ist einfach nur deswegen umgesprungen, weil einfach ich einmal rumgelaufen bin, so, weißt du? Ach, das kann sein, ja. Meine? Okay. Das war mir vorher nicht aufgefallen. Dann, sag mal an. Ich glaube, du musst anfangen. Ich habe oben. Ich habe oben rechts. Ich habe oben links gehabt, meine ich. Hä? Ach so, sind das vier Teile? Nee. Sollen wir nochmal rumgehen dann? Warte, ich guck mal eben, ob die Zeit sich dann wieder ändert. Jetzt ist 10. Andere Richtung. Bei mir ist 8, ja. Ach du Scheiße, dann hätte ich mir da doch komplett aufgemalt. Jetzt ist 8. Auf wie viel Uhr müssen wir denn dann? Bestimmt auf 8. Ah, da können wir ja nochmal in den Uhrenladen gehen. Vielleicht kommt da was anderes im Radio. Ja, gucken wir mal. Nee, fängt wieder mit Bericht über Haustiere. Ja, ist dasselbe. Ich guck trotzdem mal nach oben. Nee, hat sich nichts geändert. Ich dachte, das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kästchen sind das. Bei mir auf der Karte, die ich habe. Für den Zug. 6 von links nach rechts, meinst du? Nee, 6 von oben nach unten. Das stimmt doch. Und ich habe den Endpunkt des Zuges, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich auch. Aber warte, vielleicht hat sie das bei mir irgendwie verändert jetzt? Wo fängt denn dein Zug an? Ich habe oben links. Ah, bei mir fängt er nämlich unten links an. Alles klar, dann ist es doch richtig. Dann ist das nicht der Endpunkt, sondern der hört halt einfach auf. Hä? Sieht aus wie der nicht, Endpunkt. Ich habe dir nicht geantwortet, wo der anfängt, sondern wo das der Endpunkt ist. Ja, ja. Warte mal, geh mal eins nach rechts mit dem Zug. Moment. Ich bin gar nicht am Zug. Ach so. Wovon hast du jetzt... Ja, geh mal zum Zug. Rausgetippt. Warte, jetzt. Wir haben jetzt 8 Uhr, ja? Ja, ja. Okay. Okay, eins nach rechts. Mhm. Dann gehst du dreimal nach oben. Also dreimal klicken. Ja. Dann zweimal rechts. Ja. Eins nach oben. Ja. Eins nach rechts. Und dann? Und jetzt sag du mal an. Hä? Das funktioniert überhaupt nicht. Da oben sind nicht mehr genug Kästchen. Bei mir geht das 1 nach oben, dann 2 nach rechts, 4 nach oben und 2 nach links. Oh. Warte mal nochmal. Jetzt wird 1 nach oben. 2 nach rechts, hast du gesagt? 2 nach rechts. 4 nach oben. Und 2 nach links. Okay, dann einmal Neustart. Moment. 1 nach oben. 2 nach rechts. 4 nach oben. 2 nach rechts. Yes.
ja gar nicht. Müssen wir das irgendwie drehen? Entschuldigung, 3 nach oben. Ich hab, warte. 1, 2, 3 nach oben. Ich habe insgesamt 4 Kästchen auf dieser Strecke. Aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Nee, müssen wir die irgendwie anders zusammensetzen? Hattest du rechts an eine Zahlenkombi auf deinem Ticket stehen? Ja. 6, 7. Also 00067. Nee, jetzt muss ich mein Ticket nochmal angucken. Dass man die irgendwie zusammensetzen muss, weißt du? Ja, bei mir steht A 00067. Wir brauchen die andere Hälfte des Tickets. Warte mal, wir machen das mal anders. Die Folge ist sowieso zu Ende. Wie wäre es, wenn ich dir jetzt einfach mal gleich einen Screenshot schicke? Ja. Von meinem Ticket. Und so du mir von deinem. Ja, so machen wir das. Okay. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.